Am Wort ist nun Andrea Holzner von der ÖVP. Ist es ein Land, in dem Sie jetzt lieber leben wollen als in Österreich? Unsere Ausgangsbedingungen sind vergleichsweise gut. Sollten wir nicht daraus Kraft schöpfen, um die Krise zu bewältigen? Geschätzte Opposition, also nicht permanent schlechtreden und Missmut streuen, sondern der Entlastung der Menschen zustimmen. Zum Forschungs- und Technologiebericht. Wir sind inmitten einer beunruhigenden geopolitischen Situation, in einem Umstellen der Energiesysteme, inmitten einer digitalen Transformation. Und wie reagieren wir darauf? Haben wir genug Innovationskraft? Welche Bedeutung haben Forschung und Entwicklung überhaupt für unser Land, für unsere Unternehmen? Dazu in Kürze ein paar Zahlen. 28% des Wirtschaftswachstums in Österreich sind auf Forschung und Innovation zurückzuführen. In forschenden Unternehmen höhere Umsätze, höhere Beschäftigung, höhere Überlebensrate. Eine Erhöhung der öffentlichen Forschung und Entwicklungsausgaben um 1 Euro führt langfristig zu einer BIP-Erhöhung um 6 Euro, von 6 Euro. Daher nun die größte Steigerung der Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung auf 14,15 Milliarden Euro. Dank unserer Forscherinnen, Entwicklerinnen in Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und im Unternehmenssektor erreichen wir mit diesem Budget eine Forschungs- und Entwicklungsquote von 3,26% und nehmen den 3. Rang hinter Schweden und Belgien ein. Unsere Ziele sind weiterhin hoch gesteckt. Danke auch dem Bildungs- und Arbeitsminister für verschiedene Initiativen und Programme, um Neugierde und Freude am Experimentieren vom Kindergarten weg über alle Schulstufen zu fördern, ein besonderes Augenmerk auf Mädchen zu legen, die sich in diesem Bereich weniger zutrauen, und auf das Potenzial von Frauen im MINT-Bereich gezielt zu heben. Ebenso wird die neue Universität Linz mit ihrem interdisziplinären Ansatz ihren Beitrag dazu leisten, digitale Chancen in allen Bereichen von der Bildung über Gesundheit zur Kunst und Wirtschaft zu erkennen und zu nutzen. Als Oberösterreicherin freue ich mich besonders über den Entschluss der Bundesregierung, den Forschungsstandort Oberösterreich mit dem Institute of Digital Sciences Austria zu ergänzen und zu bereichern. Alles in allem ein sehr erfreulicher Forschungs- und Technologiebericht 2022 mit vielen Stärken. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist echte Strukturpolitik für eine gute Zukunft in unserem Land. Andrea Holzner mit viel Lob für den Bericht. Die Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungsquote um 1 Euro, also die Erhöhung der Forschung um 1 Euro im Bereich F&E, führt zu einer BIP-Erhöhung von 6 Euro, so die Abgeordnete.